Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice. Was ist ein Makro? Ein Makro ist eine gespeicherte Abfolge von Kommandos oder Tastatureingaben, auf die für eine spätere Verwendung wieder zugegriffen werden kann. Die LibreOffice-Makrosprache ist sehr flexibel und erlaubt die Automatisierung sowohl einfacher als auch komplexer Aufgaben. Makros sind immer dann hilfreich, wenn Sie eine Aufgabe immer wieder auf die gleiche Art und Weise erledigen müssen oder wenn Sie eine Aufgabe auf Knopfdruck abarbeiten möchten, für die Sie eigentlich mehrere Schritte benötigen würden. Die LibreOffice-Makrosprache basiert auf der Programmiersprache Basic, meist LibreOffice Basic oder einfach nur Basic genannt. Weil LibreOffice Basic naturgemäß über sehr viele Programmfunktionen verfügt, ist Basic recht komplex und damit zu Beginn recht lernintensiv. Um Sie in die Nutzung von Makros einzuführen, schlagen wir Ihnen daher vor, erstmal mit der Ausführung von fertigen Makros zu beginnen, die von anderen erstellt wurden, oder den eingebauten Makrorekorder zu nutzen, mit welchem Sie Tastaturbefehle aufzeichnen und als Makro für eine spätere Nutzung speichern können. In LibreOffice werden die meisten Programmfunktionen durch Absetzen eines Kommandos eingeleitet, welches dann abgefangen und umgesetzt wird. Der Makrorekorder nimmt genau diese abgesetzten Kommandos auf. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!